Jesus ging mit seinen Jüngern über den Bach Kidron. Da war ein Garten, darein ging Jesus und seine Jünger. Judas aber, der ihn verriet, wusste den Ort auch. Denn Jesus versammelte sich oft, das selbst mit seinen Jüngern. Da nun Judas zu sich hatte genommen die Schar, und der Hohenpriester und Pharisäer ging, kommt er dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Als nun Jesus wusste alles, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen: Wen suchet ihr? Sie antworteten ihm: Jesus, Jesus, Jesus von Nazareth, Jesus von Nazareth, Jesus von Nazareth. Jesus spricht zu ihnen: Ich bin's. Judas aber, der ihn verriet, stund auch bei ihnen. Als nun Jesus zu ihnen sprach: Ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte er sie abermals: Wen suchet ihr? Sie aber sprachen: Jesus, Jesus, Jesus von Nazareth, Jesus von Nazareth, Jesus von Nazareth. Jesus antwortete: Ich hab's euch gesagt, dass ich sei. Suchet ihr denn mich? Denn lasset diese gehen. Dein Schwert in die Scheide. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat? Den Kelch, den mir mein Vater gegeben hat. Thank you.
und die Diener der Jüden nahmen Jesu und bunden ihn und führete ihn als erster zu Annas, der war Kaiphas Schwäher, welcher des Jahres hoher Priester war. Es war aber Kaiphas, der den Juden riet, es wäre gut, dass ein Mensch wurde umbrach für das Volk.
Nicht Russ, aber Folge der Jesu nach und einander jünger. Nicht. Erstunden aber.
aber die Knechte und Diener und hatten ein Pulver gemacht. Denn es war kalt und wärmeten sich. Petrus aber stund bei ihnen und wärmete sich. Aber der hohe Priester fragte Jesus um seine Jünger und um seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe frei öffentlich geredet für die Welt. Ich habe alle Zeit gelehret in der Schule und in den Tempel, da alle Juden zusammenkommen, und habe nichts im Verborgenen geredet. Was fragest du mich darum? Frage die darum, die gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Selbigen wissen, was ich gesagt habe. Als aber solches redete, gab der Diener, einer, die dabei stunden, Jesu, einen Backenstreich und sprach: Sollst du dem hohen Priester so antworten? Jesus aber antwortete: Hab ich übel geredet, so beweise es, dass es böse sei. Hab ich aber recht geredet, was schlägest du mich? Ihn gebunden zu den hohen Priester Kaiphas. Simon Petrus stund und wärmete sich. Da sprachen sie zu ihm: Bist du nicht seine Jünger? Nein, bist du nicht seine Gottes, dem Petrus das Ohr abgehauen hat. Sei dich nicht im Garten bei ihm. Da verleugnete Petrus abermal und also verdrehte der Hahn.
Thank you.
führten sie Jesu von Kaifa vor das Richthaus, und es war früh, und sie gingen nicht in das Richthaus, auf dass sie nicht unrein wären, sondern Ostern essen möchten. Da ging Pilatus zu ihnen heraus und sprach: Was bringet ihr für Klage wider diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm: von dir selbst, oder haben sie andere von mir gesagt? Pilatus antwortete: Bin ich ein Jude? Dein Volk und die hohen Priester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Aber nun ist mein Reich nicht von dannen. Thank you.
bist du denn noch ein König? Jesus antwortete, du sagst, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt kommen, dass ich die Wahrheit zeigen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm, was ist Wahrheit? Und da er das versagte, ging er wieder hinaus zu den Jüden und spricht zu ihnen. Ich finde keine Schuld an ihm. Ihr habt aber eine Gewohnheit, dass ich euch einen Los gebe. Wollt ihr nun, dass ich euch der Jüden König losgebe? Das schrien sie wieder alles an und sprachen, nicht diesen, diesen nicht, nicht diesen, diesen Fahrer, nicht diesen, Kriegsknechte flochten eine Krone von Dornen und satzten sie auf sein Haupt und legten ihn ein Purpurkleid an und sprachen: Sag dir, 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 sag d
singet. Ich führe ihn heraus vor euch, dass ihr erkennet, dass ich keine Schuld an ihn finde. So ging Jesus heraus und trug eine Dornenkrone und Purpurkleid und er sprach zu ihnen: Sehet, welch ein Mensch! Da ihn die Hohenpriester und die Diener sahen, schrien sie und sprachen: Kreuzige, Kreuzige! Weißest du nicht, dass ich Macht habe, dich zu kreuzigen, und Macht habe, dich zu geben? Jesus antwortete: Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht wäre von oben herabgegeben. Darum, der mich dir überantwortet hat, dir hat größere Sünde. Von dem man trachtete Pilatus, wie er ihn losließ. Durch dein Gefängnis
die Jüden aber schrien und sprachen: Ist es du, die Jesus groß, so bist du des Kaisers Frau. Ist es du, die in Ostern um die sechste Stunde, und er spricht zu den Jüden: Sehet, das ist euer König. Sie schrien aber: Ihre Hand geforscht und
Freiheit ihr angefangen. Singen, halt, 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 ihr angefochten Seelen, ihr angefochten Seelen, mit aus einer Mahlen, halt, halt, halt. Eine Überschrift und setzten sie auf das Kreuz und war geschrieben: Jesus von Nazareth, der Jüdenkönig. Diese Überschrift lassen viel Jüden, denn die Städte waren nahe bei der Stadt, da Jesus gekreuzigt ist. Und es war geschrieben auf hebräische, griechische und lateinische Sprache. Da sprach
brachen die hohen Priester Jüden zu Pilatus. Maria Magdalena.
zu seiner Mutter sagen und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter. Weib, siehe, das ist dein Sohn. Darin spricht er zu dem Das ist deine Mutter. Erfüllt würde, spricht er. Mich dürstet. Da stund ein Gefäßer voll Essigs, sie fülleten aber einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Esel hin und hielten es ihm gar zum Munde. Da nun Jesus den Essig genommen hat, sprach er, es ist vollbracht. Musik
Judas Sieg mit Macht. Der Held aus Judas Sieg mit Macht. Der Held aus Judas Sieg mit Macht. Und schießt den Kampf. Und schießt den Kampf. Und schießt den Kampf.
kannst du Schmerzen zwar nicht tragen, vor Schmerzen zwar nicht tragen, vor Schmerzen zwar nicht tragen, doch leidest du das Haupt, das Haupt. Neigest du das Haupt und sprichst, dir schweigend, ja, ja. Doch neigest du das Haupt und sprichst, still schweigend, ja, still schweigend, still schweigend, ja. Doch neigest du das Haupt und sprichst still schweigend, ja. Stieg von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Die Gräber täten sich auf und stunden auf die Leiber der Heiligen.
Der Rüsttag war, dass nicht die Leichname am Kreuz anblieben den Sabbat über. In derselbigen Sabbatstag war sehr groß, baten sie Pilatum, dass ihre Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Da kamen die Kriegsknechte und brachen die ersten die Beine und dem anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesu kamen, da sie sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern der Kriegsknecht einer eröffnet an seiner Seite mit einem Speer. Und alsobald ging Blut und Wasser heraus, und
das gesehen hat. Er hat es bezeugen und sein Zeugnis ist wahr. Und derselbige weiß, dass er die Wahrheit sage, auf das ihr gläubet. Denn solches ist geschehen, auf das die Schrift erfüllt würde. Ihr sollet ihm kein Bein zerbrechen. Und Abermal spricht eine andere Schrift. Sie werden sehen, in welchen sie gestochen haben. Des Rüsttags willen der Jünger.